Und herzlich willkommen im Clownies Paradies. Ja, es tut mir leid, seitdem mir das jetzt das erste Mal aufgefallen ist, dass die so am Quietschen sind. Höre ich das jetzt auch immer? Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, ehrlich gesagt. Aber der Epi ist weg, du wirst ihn auch nicht finden. Du weißt nicht, wo er ist. Alter! Was mir gerade jetzt bei der dritten Aufnahme heute auffällt, wenn du C drückst, bist du ganz nah dran. Dann drückst du nochmal C, dann bist du ein Stück weiter weg und dann hast du eine dritte Stufe. Zuletzt haben die aber nur zwei Stufen gehabt. Die haben das wieder so angepasst wie früher. Genau. Das ist mir gerade... Dann habe ich mich eben doch nicht vertan. Ich hatte gedacht, hast du mich gerade noch gedrückt? Und habe das dann aber darauf geschoben, dass ich das dann übersehen habe. Weißt du, dass ich das halt nicht gedrückt hatte quasi. Ey, das ist mir gerade das erste Mal aufgefallen. Das ist auch was, was mit dem Update jetzt verändert worden ist. Weil die letzten Male die ganze Zeit ging das nicht. Und ich habe es ja auch in den Aufnahmen gehabt. Dann habe ich auch immer einmal gedrückt. Und dann, wie nichts zu ernten. Die Felder sind markiert, aber ich habe nichts zu ernten. Hallo? Die Imperin, die hat gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht habe. Du bist da, du stehst direkt am Eingang, du Schlauberger. Ich sehe dich doch auf der Karte und ich sehe deinen Namen auch so. Ich habe den Namen eingeschaltet. Mal, ich stehe nicht am Eingang. Ach so, oder wirst du nur am Eingang Nee, bist im Haus drin. Ach, ist das Haus fertig? Ja, genau. Der kleine Arsch. Ich setze mich mal dahin. Hallo. Was machen wir jetzt hier? Es ist irgendwie so langweilig. Yeah. ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber du kannst nicht zwei verschiedene Sachen in einen Raum setzen. Na super. Finde ich persönlich doof, weil das konntest du halt immer. Ist aber jetzt nichts, was irgendwie den Spielespaß nimmt. Du musst halt immer nur in einen anderen Raum rennen, wenn du irgendwas machen willst. Das ist halt ein bisschen blöd, aber ich wäre dafür, dass das da hinten das Wohnzimmer wird, wo wir dann das Musikzimmer rein... Also, die Musik reinmachen. Mhm. Und muss jetzt selber wissen, obwohl ich glaube, die sind gleich groß, entweder der Raum oder der Raum hinten, dann die Küche. Obwohl, wenn das Wohnzimmer ist, ist wahrscheinlich hier der Raum besser für die Küche, ne? Obwohl andererseits, der ist auch direkt nebenan, das ist auch wieder Blödsinn. Also, ich habe es bei mir so gemacht, wenn ich reinlaufe, gucke ich eh nach oben, dann habe ich den Raum genommen zum Kochen. Weil man dann automatisch durchläuft, anstatt dann zur Seite zu laufen. Was meinst du? Ich muss erstmal was malen, da. Ich wollte gerade sagen, statt da mal drüber nachzudenken, will der erstmal hier, ne? Nein, ich habe was gemalt. Das ist eine wunderbare Blume. Der Epi, der ist so fein, dreht sich in meinem Kreis. Oh nein. Ja. Ich mache jetzt einfach hier die Küche hin. Der Epi, glaube ich, gibt mir heute eh keine Antwort mehr auf meine Frage. Mach da jetzt die Küche hin. So. Ich muss kochen. Machst du Salat oder Ratatouille? Ich habe jetzt, glaube ich, Ratatouille gemacht. Das ist das Rechte gewesen. Was mit dem Apfel? Apfel ist der Salat. Das wäre das Linke. Ich habe das Linke gemacht. Ich habe das Linke gemacht. Also okay, dann machen wir hier das Rechte. Ich würde nicht das Gleiche nehmen, weil die haben andere Symbole. Mhm. Und wir brauchen das ist irgendwie doof. Wie kann man denn den Schlauch da, das Rohr, hast du durch das Fenster gemacht? Das ist doch Mist, wie du das gebaut hast. Ja, das kann man doch im Nachhinein. Und das ist doch jetzt erstmal, damit wir überhaupt was verdienen können. Und wo ist das Klavier? Das kommt noch. Das können wir erst ab Level so und so machen. Ich weiß jetzt nicht, welches Level das ist. Ist doch scheiße. Hä? Hast du dich gerade rausgeportet? Das hat sich gerade so an... Kannst du dich echt rausporten? Oder bist du nur durch die Tür gegangen? Nein, das sieht so aus. Das sah bei dir auch so aus. Echt? Ja gut, man hört sich halt selten selber, ne, wenn man gerade nach draußen gebracht wird. Aber das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber ich spiele das Spiel jetzt seit... Also heute bin ich es am Suchten, bin ich ganz ehrlich. Und gestern haben wir das ja... Nee, gestern haben wir es nicht gemeinsam gespielt. Gestern haben wir ein wahnsinnig großes Let's Play gemacht. Da konnten wir nichts gemeinsam in Farm machen. Aber davor den Tag, glaube ich, war das. Da haben wir ja auch die Folgen aufgenommen hierfür. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil halt auch was Neues mit drin ist. Wobei ich sagen muss, ich finde es nicht so gut mit diesem System mit der Stadt. Ich fände es schöner, wenn das halt alles auf der Farm wäre, wenn das an einem Ort wäre. Warte mal, das ist die Melone, die wir neu setzen. Oh, was mache ich denn hier? Die wir neu... du Blödmann! Geh ich halt woanders hin! Also ich hänge hier mit den Melonen, mit den Dirty Dancing Melonen, hänge ich hier
im Traktor, wollte ich gerade sagen, hänge ich hier fertig, dass ich die machen kann. Und du nimmst mir die einfach weg, du blöder Spaß. So, jetzt habe ich dich beleidigt. So. Jetzt fühle ich mich besser. Hast du toll gemacht. Ich mache dann hier hinten die... Achso, Karotten könnten wir auch machen, ne? Ja. Mach dein einfach Tier. Siehste, ich habe sogar dafür gesorgt, dass wir eine neue Stufe kriegen und du nicht. Aha. Wir sind wieder im Kindergarten. Gib mir mein Schäufelchen. Aua! Frau Müller, die hat mich mit dem Schäufelchen gehauen. Die Frau Müller sagt im heutigen Zeitalter, hast du fein gemacht, Annabelle? Mach das nochmal. Nein. Tomaten brauchen wir, glaube ich, hier vorne. Ja. Was ich gut finde, ich meine, das wäre im alten Teil nicht so gewesen. Korrigiert mich gerne, wenn es doch da auch schon so war. Ich meine, wenn man was ausgesucht hat, was man hinsetzen möchte. Also ich sag jetzt mal, ich habe jetzt... Oh, wir haben die roten Kartoffeln freigeschaltet. Die kannst du machen, weil die bringen ein bisschen mehr Ertrag, meine ich. Aber die alten auch zwischendurch noch machen. Die sind an sich gleich... Oh, ja. Die sind an sich gleich, bringen... Achso, Moment. Bringen aber... Dann mach jetzt mal ein neues 90, Feld, ja doch. Bringen auf jeden Fall mehr Ertrag. Ich meine, früher war es so, wenn ich jetzt die Möhren auswähle... Nein! Wenn ich jetzt die Möhren auswähle und dann aufs Feld drauf gehe, dann zeigt er mir nur die Möhren an, aber nicht das, was im Feld drin ist. Meine ich, dass es so früher gewesen ist. Und das haben sie jetzt meines Erachtens nach geändert, also verbessert auf jeden Fall, dass man in dem Moment, wo man draufsteht, genau das sieht, was auch drin ist. Und erst, wenn das dann abgeerntet ist, dann siehst du das, was du im Endeffekt pflanzt. Also du verstehst vielleicht jetzt gerade nicht, was ich damit meine, aber nee. Die Leute, die gerade zusehen, die können das jetzt mit Bildern natürlich nachverfolgen. Und die sitzen jetzt vom Bildschirm und sagen, ja, nachverfolgen kann ich das, aber ich verstehe trotzdem nicht, was die Alte da labert. Ich hab's aber nicht verstanden. Also ich meine, dass es damals nicht so gewesen ist. Warte mal, was machen wir mit den Blumen eigentlich? Eigentlich will ich die nicht so weit hinten haben. Die sind alle so unterschiedlich, weißt du? Was ist mit denen? Sind die auch durch? Ne, die müssen noch gegossen werden. Machen wir da nichts Neues drauf? Nee. Ja? Du stehst da schon wieder so? Oder hast du nur bewässert? Beim Epi weiß ich nie, ob ich den trauen kann. Ich weiß auch nicht. Der hat dann immer so ein... Der ist sehr eigenbrötlerisch. Der macht immer nur das, was er will. Was habe ich denn jetzt hier gerade gemacht? Mal. Ach, das waren die gelben Clownsfische. Okay, warte, da mache ich dann noch ein paar mehr von. Wie teuer waren die? 700? Also zumindest, dass wir 10 haben. Ach nee! Ach! Och, ja, ich habe die Quest gerade beendet. Okay, ich sag nichts, behaupte das Gegenteil. Aber wir haben jetzt 10. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Oh, den habe ich persönlich noch nicht. Finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich eklig. Violetta Würsing haben wir jetzt freigeschaltet. Keine Ahnung wie. Wahrscheinlich mit dem Salat, denke ich mir mal. Ich habe da eine kleine Geschichte zu. Und vielleicht versteht ihr dann, warum ich sage, dass ich das eklig finde. Weil damals sollte meine Oma auf mich aufpassen, weil meine Mutter am Arbeiten war zu dem Zeitpunkt. Und ich bin, also die hat dann auch für mich gekocht und die hat Würsing gemacht. Und die wusste, dass ich Würsing hasse. Also ich mag den Geschmack einfach nicht. Ich finde es ekelhaft. Jeder hat ja so seine Vor- und Nachteile, wollte ich gerade sagen. Vorlieben und so. Ich mochte es überhaupt nicht. Ich habe Spinat immer geliebt, das ja. Aber Würsing mochte ich überhaupt nicht. Mag ich bis heute auch noch nicht, nebenbei bemerkt. Denk dran, abzuwechseln, ne? Also links das eine und rechts das andere. Weil wir brauchen beides nämlich unterschiedlich mal. Und meine Oma hat die ganze Zeit versucht, mir klarzumachen... Ach, wir brauchen doch die Clownsfische noch für eine andere Quest. Hat die ganze Zeit versucht, mir klarzumachen, dass dieser Würsing angeblich Spinat sein soll.
Es war so ein grüner Wirsing, den sie damals hatte. Ich habe gesagt, das ist kein Wirsing, das ist Spinat, Oma. Verarsch mich nicht so nach dem Motto. Das kaufe ich dir nicht ab. Ich weiß doch, wie das aussieht, so ungefähr. Und sie hat aber stock und steif behauptet, nein, das ist kein Salat, das ist kein Wirsing, das ist Spinat. Und dann hat sie gesagt, probier doch mal, das ist wirklich Spinat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Oma, ich probiere jetzt mal. Und wenn ich dann sage, dass es kein Spinat ist, sondern Wirsing, dann esse ich aber auch nichts mehr davon. Sagt sie, ja, probier mal. Und sie hat bestimmt gehofft, dass ich das dann trotzdem mag. Aber ich wusste ja, dass ich Wirsing nicht mag. Dementsprechend mochte ich es auch nicht, nachdem ich probiert habe, dass es Wirsing ist, so wie ich es gesagt habe. Und ja, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen irgendwo, wo ich Wirsing sehe oder lese, kommt bei mir immer dann so ein Ekel ist vielleicht zu viel gesagt, aber so eine Abneigung halt hoch. Und der ist lecker und total gesund. Ja, gesund mag sein. Lecker auf gar keinen Fall. Ja. Du magst auch keinen Grünkohl, der ist auch gut. Nee. Das waren diese kleinen Röschen, sag ich mal, ne? Nee, das sind Rosenkohl. Ach nee, ja stimmt, Rosenkohl, das war ein Grünkohl. Grünkohl ist das, was ich doch da immer mit, was so ein bisschen... Ach, was so stinkt, ja. Oh, wenn der Epi das Zeug hier isst, dann stinkt die ganze Wohnung noch am nächsten Tag danach. Das ist ekelhaft. Jetzt schreiben bestimmt mindestens 2 Leute in die Kommentare, aber ich liebe es. Das machen die immer nur, um mich zu ärgern, das weiß ich. Also braucht ihr es gar nicht zu machen. Die wissen halt, dein Zuschauer wissen halt, was gut ist. Mhm, dann würden sie das aber nicht schreiben. Also, bisher hat es jetzt noch keiner geschrieben, aber dann würden sie es definitiv nicht schreiben. Nee. Ich meine, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Jeder soll das essen, was er will. Es ist halt nur problematisch tatsächlich, wenn einer diesen Geruch überhaupt nicht ab kann. Weil er hat eine Epi hier schon wieder gemacht. Hat hier hinter meinem Rücken rote Kartoffeln angepflanzt. Hast du doch gesagt, soll ich du machen. Sau, aber nicht hinter meinem Rücken und nicht hier hinten so abseits, damit du denkst, dass ich das nicht sehe. Du merkst das eh nicht, habe ich mir gedacht. Ja, vor allen Dingen, weil ich auch regelmäßig hier bei dem Weizen vorbeifahre, ne? Deswegen merke ich das auch nicht. Aber dieser Epi, ne? Der macht so viel hinter meinem Rücken. Ich meine, sonst würde ich ja sagen, es ist eine faule Socke. Aber jetzt macht er alles hier hinter meinem Rücken. Hat das hier geklaut hier? Ja, damit wir hier hocharbeiten können. Wie teuer ist das? Wir könnten nämlich mal zumindest, mehr können wir jetzt nicht machen, ein bisschen damit anfangen mit diesem violetten Wirsing, weil ich glaube, den brauchen wir dann auch. Nehme ich an. Oder gibt es hier kein, es gibt hier gar keine dritte Stufe, oder? Tomate. Ihr müsst halt immer so ein bisschen gucken, wenn ihr alles freischalten wollt, damit ihr alles benutzen könnt. Klar, geht natürlich auch nach Level. Meistens sehen die Sachen dann auch ähnlich aus. Also wie jetzt zum Beispiel, hier sieht man, das ist eine Karotte. Das heißt, die Karotte, wenn wir die genug gelevelt haben, und hier steht ja schon, die Karotte müssen wir auf Level 15 haben, also die hier oben, dann kriegen wir die raus. Und da weiß ich ja zufällig, das ist die lila Karotte. Aber es gibt hier unten noch eine. Ich bin mir nicht sicher, es könnte die goldene Karotte oder sowas sein. Also da gab es noch eine. Welche ich nicht kenne, ist hier diese vierte, glaube ich. Ich meine, früher waren 3 drin. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber da brauchen wir zum Beispiel die Karotte dann auf Level 35. Deswegen immer die Karotten mitleveln, ja, Schatz? Weil ja, die brauchen wir später dann auch nochmal auf hohem Level. Und das hier weiß ich gar nicht, was das... Ach, doch, Moment, das sagt mir was. Das sieht so ein bisschen aus wie Weizen, aber das war kein Weizen. Jetzt sag nicht, das war Roggen. Das war... Ach nee, Moment, doch, das sind die... Ach, ich bin so doof. Ja, ja, doch, wir haben jetzt Weizen, dann ist das Roggen und das ist dann die Gerste. Okay. Denkfehler gerade. Es tut mir leid. Der Experte bei der Arbeit heute. Ach Gott. Was hast du da hinten eigentlich schon wieder? Was machst du denn da? Du sollst kein neues Feld anlegen. Ich habe die übrigens nur zur Seite gemacht, weil ich die nicht löschen wollte, ne? Weil wir die ja vielleicht mal gebrauchen, so. Ich sehe, was du da machst. Oh, da war übrigens einer zu viel. Das hätte ich ja vorher sagen können. Eieiei. Wenn man nicht genau darauf achtet, was der Epi macht. Ne? Man hätte nur Blödsinn im Kopf. Du weißt aber schon, dass wir kein Geld haben, um was Neues anzupflanzen.
Nee, ich meine das ernst. Wir haben gerade jetzt noch nichts, um anzupflanzen. Wie anpflanzen? Ich gebe doch gar kein Geld aus. Was willst du denn jetzt? Ich sag's dir nur, ich mach das jetzt hier. Das ist so blöd immer. Wir haben ja hinten noch die Tomaten. Darf ich denn wenigstens ein paar Diamanten ausgeben? Eigentlich nicht, weil wir eine Erweiterung noch machen wollten. Aber nur eins, ich brauche nur drei Stück, damit das nicht verhältlich ist. Oder klaut ihr die doch woanders? Nein. Warte mal, ich glaube hier hinten ist das. Hier ist doch was. Nein, jetzt habe ich drei geklaut. Ja, das ist aber blöd hier, das hättest du doch einfach wegnehmen können. Nein, ist alles fertig. Das ist ein doppelter Linie hier. Alles fertig. Alter. Wir müssen sparen. Wir leben hier in Deutschland. Ja, wir können nicht einfach so das Geld zum Fenster rauswerfen. Auch nicht von der Farm. Das sagt die Richtige gerade, die immer alles raushaut. Nein, das tue ich nicht. Das Geld, was ich mit dem Channel verdiene, das geht zu einem Großteil wieder in den Channel rein, indem ich Spiele und so weiter kaufe, die ich für den Channel dann aufnehme. Ja. Manchmal dauert es ein paar Jahre, bis ich dann dazu komme, das Spiel aufzunehmen. Aber ich nehme sie immer für den Channel auf. Ja, es ist halt blöd, wenn dann gerade viele Spiele im Angebot sind und du jetzt, sag ich mal, weil die jetzt sehr günstig sind, 10 davon holst. Sag ich jetzt mal einfach, eine Steam-Sale, kennst du ja, Sommer-Sale und Weihnachts-Sale ist ganz besonders. Ätzend für einen Geldbeutel. Dann hast du halt das Problem, dass du dann mehr Spiele im Endeffekt unter Umständen hast, gerade wenn es jetzt längere Spiele sind, als das, was du halt wirklich dann aufnehmen kannst in der Zeit. Oder halt die berühmt-berüchtigten Paar-Euro-Spiele. Da hatte ich zuletzt auch wieder welche von. Die richtig gut aussehen, wo ich mich auch sehr darauf freue, die spielen zu können. Aber wo du halt, ja, im ersten Moment keine Zeit für hast, ne? Hm. Warte mal, was ist mit dem? Ah, da brauchen wir Level 25 für. Okay, das dauert noch ein bisschen. Wir brauchen nach Clownsfische, du Clown. Ich weiß, aber beim nächsten... Ja, nee, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich nicht passen. Wobei die Clownsfische... Ja, aber das sind die gelben Clownsfische. Die anderen haben wir ja so viele. Soll ich die mal ein bisschen vergrößern sonst noch? Aber wir haben kein Geld mehr, ne? Die kann ich... Nee, die sind 700. Dann warte erstmal ab, bis wir wieder Geld reingenommen haben. Dann können wir die nochmal vergrößern. Aber kann das sein, dass durch das Haus jetzt der Verbrauch von Benzin irgendwie sich verändert? Oder hast du das nochmal erweitert gerade? Die Tankstellen? Ich wollte gerade sagen, was jetzt erweitert? Benzin oder was? Nee, da habe ich ja jetzt nichts von gemacht. Ich meine, der Verbrauch ist immer noch stark, aber... Sechs Minuten noch. Und sollten wir das in der... Ach nee, Moment, das ist im Sommer erst. Das ist gar nicht im Frühling. Das heißt, hier noch nicht abernten, weil wir es noch nicht raufsetzen können. Und da hinten haben wir schon wieder alles. Gehe ich nochmal kurz zur Stadt. Da haben wir wieder Salat und so dazu. Du hast immer noch... Ja, doch, rot. Ach, ich weiß, wofür wir auch noch Sterne brauchen. Wir müssen hier noch was in die Stadt reinsetzen. Sterne? Du meinst, ja, Edelsteine meine ich, nicht Sterne. Hier, 100 Stück brauchen wir für den Süßwarenladen. Da sind aber auch Trauben und Mandeln oder sowas sind das, glaube ich. Ach stimmt, für Marmelade haben wir auch noch nichts. Ja, aber das gibt's muss auch nicht, noch glaube, alles später. Ja, im Moment nicht, deswegen sage ich ja, das muss auch später noch alles kommen. Das dürfen die bloß nicht vergessen, das ist... Ich nehme jetzt mal die 100 Edelsteine hier, ne? Nein. Ja, muss ich aber. Nein. Na, sie hat's gemacht, ja. Da ist auch eine ganz süße Süßwarenverkäuferin drin. Ja gut, wir haben jetzt nicht so viel. Doch, die ist sehr süß. Guck dir die mal an. Na. Ey, boah, die hat Brüste. Ich darf keine haben. Sauerei. Tja, aber die hat ganz tolle Haare und ist auch ganz niedlich geschminkt. Die musst du dir mal angucken. Die ist cool. So, läuft jetzt hier noch irgendeiner rum, dem wir was Gutes tun können? Ich glaube nicht, ne? Da ist auch gerade keiner.
Hier ist irgendwie, also beim letzten Mal waren hier super viele, wo wir aufgenommen haben, also vor dem Update quasi, waren hier super viele mit Quests. Die haben wir doch nicht alle abgearbeitet. Jetzt ist hier irgendwie gar keiner mehr. Außer die eine, die halt dieses Ausrufezeichen hatte. So als Entschuldigungsgeschenk quasi. Ich habe gerade eine Meldung gekriegt. Aufnahme Ende. Ja, wieso? Weiß ich nicht. Achso, die hatten wir. Das war die Bäckerei. Dann kann ich eigentlich wieder zurück. So, da hat der Epi schon wieder hier alles rausgeholt. Das Schlimme ist, ich geier ja drauf, auch im Let's Play dann Level 30 zu kriegen, damit wir dann hier den Terraformer nutzen können, ne, um uns das hier ein bisschen besser zu machen. Weil das Problem ist halt, wenn du das mal mit der Realität vergleichst, du hast in der Realität, wenn du wirklich so einen Bauernhof hast, keinen Boden, wo das immer so hoch ist und runter ist und diese Abhänge und so weiter hier, sondern die holen sich natürlich Land, was eben oder relativ eben ist. Das hast du hier aber nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht am Anfang zumindest so eine Funktion hat. Das können wir nochmal neu machen. Dass man zumindest aussuchen kann, möchte ich eine gemischte Farm haben? Es muss ja nicht so sein wie beim letzten Mal von mir aus, aber möchte ich eine gemischte Farm haben oder möchte ich eine haben, die von Anfang an komplett flach ist? Ich hätte sofort die flache genommen, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn die jetzt irgendwie einen Debuff hat, dass du weniger Geld verdienst oder was weiß ich, weil die viel, viel einfacher zu spielen ist. Mhm. Also steht zwar in dem alten, also in einer Teil steht zwar drin, dass das die schwerste Farm sein soll, eben weil du weniger verdienst, ne, mit Edelsteinen und so weiter. Aber im Endeffekt unterm Strich ist es die leichteste Farm. Also der Start ist vielleicht ein bisschen, dauert ein bisschen länger, weil du halt weniger verdienst. Aber unterm Strich ist es die leichteste Farm von allen, weil du halt diese ebene Fläche hast. Weil hier musst du zum Beispiel immer gucken, oh, ich würde ja jetzt gerne 3x3 hinsetzen und das ausnutzen, ne, mit diesem 9er-Feld. Kann ich aber nicht, weil da ist dann schon wieder ein Hubbel und da kann ich nicht bauen. Und ne? Deswegen habe ich auch bis auf zwei Farmen von dem alten, also von Farm Together 1, habe ich auch nie was gehabt, wo ich dann Hügel oder so hatte. Also ich hatte zwar was mit einer Hügelfarm, ich hatte was mit einer Wasserfarm und ich hatte mal eine, wo dann beides zusammen drin ist. Ja, aber das war's dann auch. Also mehr habe ich auch nicht gemacht. Alle anderen, egal ob Let's Play oder nicht, habe ich immer alles Flachland gehabt. Okay, das ist noch relativ neu. Das müssen wir mal bewässern. Weil... Ach nee, die können wir jetzt gerade machen. Aber alles flach ist langweilig. Ja, bei Frauen vielleicht, aber doch nicht beim Land. Doch, auch beim Land. Stell mir vor, es gibt nur flaches Land. Das wäre ja auch langweilig. Es kommt drauf an. Also für Radfahrer wäre das bestimmt schön. Ratatouille. Die Ratte kommt. Du hattest das gemacht, ne? Ich habe rechts dann den Salat, glaube ich, genau. Später müssen wir mal gucken, dass wir mal ein paar von den neuen Rezepten machen, die freigeschaltet werden, weil wir die nämlich auch brauchen. Dass wir die immer mal so ein bisschen gemischt machen, weißt du? Mal das, mal das. Nein. Ja, also ich würde sagen, dass wir jetzt hier, auch wenn die Folge jetzt nicht so lange ist, aber da wir jetzt noch ein bisschen warten müssen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir, ich weiß gerade noch gar nicht, was wir machen können, ich habe keine Ahnung. Dass wir auf jeden Fall in der nächsten Folge uns da wiedersehen, wenn es hoffentlich auch wieder hell ist. Bis zur nächsten Folge, ciao! Bis zur nächsten Folge, ciao! Oh, mir fällt gerade erst auf, dass ich riesige Klotzfinger habe hier, du. Ich bin E.T. E.T. nach Haus telefonieren. Kann es sein, dass du dumm bist? Manchmal. Immer. Manchmal immer. Nein, das warst du. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.